Guten Tag und herzlich willkommen zurück bei Let's Play. Hallo. Formel 1 2013. Ja, der zweite Anlauf, weil eben alles gefailt wurde. Jetzt hoffen wir einfach mal, das läuft besser. Und wir stechen direkt in ein, damit der Van nicht vorbei kann. Was? Wo kommt der denn her? Okay, nur eine Verwarnung. Mann, fahrt doch da vorne mal. Ja, wir sind von der 16 gestartet, wie ihr seht. Und jetzt sind wir momentan auf der 12, 14.000 Ziel und da kommt schon wieder einer von hinten. Wer ist das? Okay, nicht wehren, noch nicht wehren. Egal, ich kürze einfach mal ab. Grüne Flaggen, Renntempo, da ist was passiert. Die erste Kollision. Wow, feierst eine Kollision. Das war aber ganz knapp nur. Und wir sind auf Platz 9, wir sind in den Top 10. Wir sind in den Top 10 angelangt. Jawohl. Jetzt geht's nach vorne. Eben war es ein totales Desaster. Kann ich euch sagen, aber richtiges Desaster. Ist ja der zweite Anlauf. Nein, zu weit außen, zu weit außen. Ist ja der zweite Anlauf, den ich hier nehme. Und da gab es eine Strafe nach der anderen. Und da habe ich gesagt, ne, das ist für das Rennen hier unter meinem Niveau. Ups. Und deswegen wieder eine Verwarnung nur. Muss echt aufpassen. So, mal schauen. Wir müssen unbedingt näher dran kommen. Wir sind übrigens auf einer 3-Stopp-Strategie, weil die Reifen ja schon ein bisschen kaputt sind, ne? Und ich das nicht besser mache, dass die heile bleiben. Aber naja. Halt Schnauze, Handy. Mann, irgendwie kommen wir nicht näher dran. Dann müssen wir es jetzt schon gleich wechseln, weil ich die weichen Reifen einfach nicht mag. So, jetzt ein bisschen Kers geben. Ich mag die harten ja echt lieber zu fahren, und wenn ich mir die Weichen hier schon so angucke, ne? Ich bezweifle, dass ich dies durchhalten werde. Ich will überlegen, mir jetzt gleich schon welche harten zu holen, aber ich will mir erstmal so einen kleinen Abstand rausfahren, damit ich nicht ganz so weit hinten bin. Problem ist aber, wenn ich jetzt zu lange poker, dann sind die Reifen so dermaßen im Arsch, dass ich nur noch rutsche. Und ja. So, wir sind direkt am Peres dran. Wir sind am Peres dran. Jetzt dürfen wir auch DRS benutzen. Hier gibt es nur eine DRS-Zone und das ist die Start- und Ziellinie. Start und Ziel gerade. Und der Messpunkt ist vor der Schikane. Wenn wir da nah genug am Peres dran sind, dürfen wir DRS benutzen. Aber wir müssen im Umkehrschluss bedenken, er darf auch DRS da benutzen höchstwahrscheinlich. Aber momentan können wir eh davon nur träumen. Gutes Tempo, mach genauso weiter. Ja, und jetzt fahre ich es hier. Da kommt schon der erste oder kommt der zweite und oh. Wieder nur eine Verwarnung. Die Reifen nehmen aber auch ab. Ich fahre jetzt in der Box. Ich will nichts riskieren.
Ich will eine Box, ich will eine Box. Die Reifen sehen scheiße aus. Und lassen sich dementsprechend auch noch fahren. Und es ist auch noch Kerz nicht verfügbar, oh Mann ey. Leute. Ne, ich fahre eine Box. Ah! Oh mein Gott. Und bremsen. Okay, okay, war ja nicht anders zu erwarten. Gut, einmal frische Reifen. Okay. Jetzt müssen wir aber extrem aufholen. Boah, der Motor ist rot, was? Okay, wir sind auf 21, von 22, das holen wir nicht. Natürlich wieder auf, boah, und schon liegt das fast. Ich schaff das schon. Die Weichen sind nicht unbedingt viel besser als die harten. Ich hab keinen Chaos. Da vorne werden die schön aufgehalten. Deswegen. Ich habe eine gute Chance, da dran zu kommen. Endlich mal ein Rennen, wo ich sagen kann, hier kann ich auch mithalten. Siehst du, und da sind wir schon dran. Aber wir müssen bedenken, wir haben noch ein Boxenstopp vor uns. Dass der Motorblock rot ist, macht mir Sorgen. Ach nee, das ist die Kehrsbatterie. Motorblock. Wo habe ich DRS? Das wäre so göttlich. Jawohl! Bisschen ins Rutschen gekommen. Ich glaube, ich bremse zu viel. Außenrum, außenrum, außenrum. Oh, das kann eine Strafe geben. Du bist jetzt drei Plätze hinter Jean-Eric. Drei Plätze Rückstand auf Jean-Eric. Okay, doch keine Strafe. Zum Glück. Mann, ey. Immer diese scheiß Kiesbetten. Darf ich jetzt bitte mal Kerst wieder haben? Mann ey, dass bei mir immer was ausfallen muss, ne? Das regt mich richtig auf. Gucken wir mal, was wir noch so erreichen können. Ich glaube nicht, dass hier so wird knapp. Die Mechaniker haben das Problem mit Kers behoben. Kers ist verfügbar. Yay. Wir haben endlich wieder Kers. Aber kein DRS. Oh, wir haben eine Lücke rausgefahren zu den hinter uns. Das freut mich.
So, die muss ich jetzt schnell überholen, dann haben wir den Werden gleich auch schon. Nein! Puh! Zum Glück keine Strafe. So, auf A16 sind wir schon mal wieder. Das läuft hier aber gerade. Kämpfen uns Schritt für Schritt nach vorne. Das ist schon schön zu hören. Man wechselt. Okay, Vettel hat jetzt gewechselt. Das war nämlich meine Frage, wann wechseln die ersten? Ich denke mal in Runde 6 hier jetzt. Was? Dein Frontflügel ist leicht beschädigt. Solange du keine Probleme hast, kannst du draußen bleiben. Zurzeit sind ziemlich viele Autos an der Box. Du musst mit viel Betrieb am Boxenausgang rechnen. Boah, was macht denn der da? Mann, ey. Danke Maldonado, ey. Crash kennt der Formel 1, ohne Witz. Jetzt lenkt doch. Meine schöne Platzierung versaut. Wie lange bin ich jetzt mit denen gefahren? Nicht allzu lange. Die gehen hier aber generell schnell kaputt. Ihr habt nichts gesehen natürlich. Ne, ihr habt ja nichts gesehen. Wir sind wieder vor dem Wären, das ist mein eigentliches Ziel. Ich will wieder auch ganz gerne ein paar Punkte holen. Nicht, wenn seine Reifen genauso abgenudelt sind wie meine.